Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA San Andreas. Und wir müssen es hier leider erstmal zu einem Kopf einen Headshot verpassen, weil er uns verarschen will. So, heute machen wir eine weitere Nebenmission und zwar, könnt ihr euch ja doch schon vorstellen, denke ich mal. Heute geht's um die Frachtmission. Oder wie heißt das? Ja, Frachtmission. Genau, dann drücken wir auch gleich schon nochmal die 2, um das einzuschalten. Ja, Level 1, wir müssen insgesamt 2 Level machen. Also zweimal komplett drumherum fahren. Ja, ich soll die Fracht innerhalb des Zeitlimits abliefern und wenn ich so schnell bin, entgleise ich. Und ich soll rechtzeitig bremsen, sonst schieße ich über den Bahnhof hinaus. Ja, wollen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht mal, was ich da alles beachten muss. Ich dachte nicht zu schnell fahren, nicht zu langsam. Und habe natürlich jetzt gleich am Anfang den kürzesten Bahnhof. Ja, der ganz kurz ist, habe da nicht viel Zeit für. Und ich glaube, in der zweiten Runde wird es dann noch enger. Dann muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Und weiß jetzt auch noch nicht, wann ich bremsen muss, damit ich da ordentlich stehe. Ich bremse jetzt einfach schon mal. Nicht, dass ich hier. Ich glaube, ich schieße über hinaus. Nein, ich schieße darüber hinaus, oder? Oder? Ich glaube. Wow. Ey, so perfekt habe ich das ja noch nie ausgeliefert hier. Wow. Meine Fresse. So kriege ich auch irgendwie. Ah, 15 Sekunden dazu. Ist doch prima. So, dann. Ja, ich habe mir auch überlegt von den Waffen, ich will ja die alle auf Fitman-Level skillen, dass ich die Waffen ordentlich benutze, jetzt die noch nicht voll gelevelt sind. Das heißt also, ich habe jetzt auch die abgesägte Schrotflinte mal noch genommen, weil das die einzige Schrotflinte ist, die ich noch nicht auf Fitman habe. Und ja, die Schalldämpferpistole noch ist gerade und hier die... was ist das? Mikro SMG oder sowas. Ja. Genau. Und die 3 werde ich jetzt wohl gucken, dass ich die abwechselnd benutze, bis ich sie auf volle Pulle habe. Ja, das heißt, bei der. Ja, der SMG hier, der Mikro SMG und bei. Dem Dings, bei der abgesägten Schrotflinte, bedeutet das, dass ich. Ich glaube. Schneller als 45 darf ich nicht, oder? Schauen wir doch jetzt mal. Geben wir jetzt weiter Gas im Tunnel. Und dann das Fahrzeug wackelt. Okay. Dann darf ich nicht weiter Gas geben, sonst ein kleines Teil. So, also 47 geben. Ja, 47 geben. Ja, wobei ich bei den Waffen, genau, bei der SMG und bei der Aktien, da hat man bei Hitman dann 2 Knacken gelernt. Und ich glaube, der Bonus für die Dings, für die Schalldämpferpistole ist, dass man aus dem Bewegerhaus ballern darf. Ja. Ich weiß nicht, ob das so arg ziemlich nützlich ist, aber. Nehmen, was man kriegen, ne? Auf jeden Fall ist es nützlich so. Ich bin ja schon vom Gas gegangen. Ja, die Welt hat hier gerade Ladeprobleme. Ich weiß es nicht. Ich gebe jetzt schon nochmal hier auf die Bremse. Wobei, ich glaube, es ist noch viel zu früh. Ich bin noch weit entfernt hier. So, jetzt gehen wir voll in die Eisen. So. Ja. Trottel, was willst du auch über den Bahnsteig, über den Bahn? Übergang, wenn dann Zug kommt. Okay, ich bin doch wieder zu früh gebremst, aber egal. Geben wir noch ein bisschen Gas. So, wir haben noch über 100 Meter hier. Ah, jetzt nimmer. Ach, komm. Mach schon, dass du reinkommst. So, jetzt. Stehen bleiben. Und da hübsch, wieder 150 Dollar. Ja, nicht viel, aber für was braucht man es denn? Und sie eigentlich überhaupt nicht. Haben wir so schon genug Geld hier. Also, scheiß drauf, das Geld. Weiß nicht, ich glaube, ich krieg auch. Es ist immer noch Bonuszahlung mit drauf. Weil ich halt gut in der Zeit liege. Ja. Weiß nicht, ich glaube, ich hätte auch wieder Bonuszeit bekommen.
wahrscheinlich 15 Sekunden oder sowas. Weil ich glaube, 150 ist das Maximum, was man an Geld für eine Lieferung bekommen kann. Ja, ist auch egal. Und zwei Erwartungs hat es. Zügle. Ja, gibt es, glaube ich, auch mit dreien. Den Güterzug auch mit vieren. Aber der Güterzug, den wollte ich auf keinen Fall nehmen, weil der ist lahm. Der ist viel lahmer in der Beschleunigung und. Ich muss mit dem Bremsen ausweichen, aber mit der Beschleunigung. Ist er doch viel lahmer als der hier. Weiß nicht, ob es an den mehr Waggons liegt oder so. Keine Ahnung. Theoretisch ja schon. Praktisch. Ich habe keine Ahnung von. Aber was auch gerade ist. Mir vergeht gerade echt die Lust an dieser Mission. Ist so eine einschläfernde Mission. Ja, da gibt es nichts zu tun. Da gibt's. Ja, da kann ich hier drauf loslabern quasi. Und weiß nicht, was ich labern soll. Was soll ich denn labern? Soll ich mal über das Wetter hier erzählen? Das Wetter ist hier ist wahrscheinlich gerade, was haben wir halt für ein Datum? Den 17. glaube ich, 17.12. Weiß jetzt nicht, wann dieses Video kommt. Rechnen dürfte am Donnerstag, den 20. kommen. Nein, Quatsch. 21. den Freitag, am Freitag den 21. da kommt dieses Video an den doch so prognostizierten Weltuntergangstag. Ich muss mal von der Bremse öffnen mit dem Gas gehen hier, bevor mir der Zug entgleist. Das wäre ärgerlich. Und ich weiß ja nicht, wird die Welt untergehen oder nicht. Könnt ihr mal eure Meinung dazu abgeben. Ich hoffe, ich habe jetzt hier kein Bullshit und das Video kommt einen ganz anderen Tag, aber doch theoretisch müsste es an dem Tag kommen. Ja, wie gesagt, wir haben heute den 17. ein trübes Wetter. Nein, 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 nein! Fuck, 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 fuck. Ich laber und fahr voll durch den Bahnhof durch. Nein! Nein, nein, nein! Zug bremst! Mach! Setz zurück! Schneller! Schneller! Scheiß Zug! Mach schon! Mann, ich will dein Innenleben sehen! Zeig mir lieber die Strecke! Oh, das wird knapp jetzt! Meine Fresse! Was mache ich auch für Sachen? Rast da voll durch! Meine Fresse! So, und bremsen, 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 bremsen! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh. Na, wie gesagt, diesmal ist die Zeit knapper geworden, jetzt habe ich weniger Geld bekommen, ja? So ist das, wenn man bei der Sache ist, ja? Wenn man nicht bei der Sache ist. So eine Scheiße. Jetzt muss ich mich doch hier mehr auf das Fahren konzentrieren, hier. Gibt's das? Na, ja, eindeutige Antwort, ja, das gibt's. Ey, ich hätte ja jetzt fast Scheiße gebaut. Hätte ich ein paar Sekunden nur später, oder nur eine Sekunde später gemerkt, dass ich da drüber rausche. Ich glaube, die Zeit wäre mir ausgegangen. Aber ganz rigoros hier. So, also jetzt müssen wir doch ein bisschen mehr drauf achten, dass wir das hier hinkriegen. Nicht. Meine Fresse. Ey, mein Puls ist auf 180, glaube ich. Jetzt mal verschnaufen. So, ich glaube, jetzt kommt gleich wieder eine Verengung hier in der Fahrbahn und der Tunnel. Und dann muss ich aufpassen, dass ich hier den nächsten Bahnhof richtig erwische. Mal gucken, wir haben noch 13 Meter, 100 Meter übrig an Distanz. Ich glaube, das wird hier übrigens in Luftlinie gemessen, nicht in tatsächlicher Distanz. Aber das kann mir erstmal ziemlich egal sein. Hauptsache ist, ich muss hier auf die Entfernung achten, wenn es auf 500 runter geht, dass ich langsam mal ans Bremsen denke. So, 500, 400, okay, jetzt bremsen wir schon mal. Und ja, komm, bremsen. Wir haben jetzt schon noch üppig Speed drauf. Speed drauf. Und ja, komm, diesmal knapp's wieder ordentlich. So.
Wunderhübsch. So ein bisschen weiter noch. Ist, glaube ich, noch nicht dicht genug. Ah, wunderbar. So, jetzt haben wir wieder die 150 und kriegen auch die 15 Sekunden wieder dazu. Wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Wahrscheinlich haben wir vorhin nur, was war das? Wahrscheinlich 13 Sekunden oder so. Oder 12. Ich weiß es gar nicht. Gar nicht so drauf geachtet. Oder mit was ganz anderem beschäftigt quasi. Meine Fresse, das ärgert mich immer noch. Ja, also wenn ich da voll versaut hätte, die ganze Sache, ich glaube, da kann man echt austicken bei sowas. Das ist unglaublich. So, und zurück geht's Richtung Los Santos. Ich glaube, das ist die höchste Entfernung, oder? Kann das sein? Ja, ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass die zwischen Market Station und San Fierro, keine Ahnung, wie die Station heißt, irgendwie. Weiß nicht, ist das die längste Distanz oder die zwischen Unity Station und der, wo wir eben waren? Wo ich auch den Namen nicht weiß. Ja. Wie heißt der Bahnhof in San Fierro? Gute Frage, nächste Frage. Ach, schon wieder auf 48 hier. Ich muss aufpassen, was ich mache. Also, ich glaube, das ist doch gar nicht so mit so wenig Konzentration verbunden, wie ich gerade eben so dachte. So von wegen, ja, langweilige Mission. Ich muss doch hier relativ aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell fahre und so. Damit es mich nicht aus den Gleisen haut, beziehungsweise den Zug. Und ich weiß gar, eigentlich von der Zeit her, dürfte es eigentlich möglich sein, dass ich auch die zweite Runde noch fahre. Jetzt habe ich schon 12 Minuten auf der Uhr. Es wird wahrscheinlich wieder ein über 20 Minuten Part. So. Ich denke mal, so kurz vor dieser Kurve werde ich in die Eisen gehen. Oder? Ah, jetzt bin ich schon um die Kurve rum. Dann gehe ich jetzt in die Eisen und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Und lassen noch ein bisschen rollen und gehe jetzt in die Eisen. Und lassen weiter rollen und gehe jetzt aber voll in die Eisen und lassen noch ein bisschen rollen. Meine Fresse. Na, also komm, 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 komm. Jetzt aber, komm, zieh, Bremse, zieh. Jawoll, Level 1 abgeschlossen. Können wir dann noch irgendwie einen Bonus oder sowas? Geld oder so? Ne? Na, keine Ahnung. Dann machen wir jetzt Level 2. Oh, das geht. Müssen wir jetzt gleich drauf. Ja, wie immer, Niveau die Zeit. Die Fracht innerhalb des Zeitlimits an die Bahnhöfe, bla bla und blub. Und ich glaube, diesmal ist die Zeit knapper bemessen. Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall müsste die Zeit knapper bemessen sein. Ich bin mal gespannt, wie ich jetzt hier hinkomme an den Bahnhof. Aber ich glaube, dafür ist das Geld auch das Doppelte, was man kriegt pro Lieferung. So, jetzt auf jeden Fall erstmal hier den Bahnhof. Wie hatte ich das jetzt in der ersten Runde gemacht? Bin ich bis 200 Meter und hab dann voll gebremst? Ja, ich glaube schon, ich bremse jetzt mal hier voll. Ja, das haut hin. Ich hätte ein bisschen später auch noch bremsen können. Und, ja, die Zeit ist doch knapper als vorher. Boah, nur $88 bloß. Die Zeit ist sehr knapp geworden gerade. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt mal innerhalb von der Zeit volle Pulle ankomme, sodass ich die volle Geld dazu kriege. Ich habe eben auch nur wenig Sekunden dazu gekriegt, wie ich gerade gemerkt habe. Die genaue Zahl nicht gesehen, aber egal. So, jetzt haben wir ja eigentlich eine lange Distanz vor uns. Können wir wieder ein bisschen über das Wetter reden? Also, wie gesagt, hier, ich guck mal gerade aus dem Fenster, da ist trüb. Trübes Wetter, regnen tut es glaube ich gerade nicht, aber ja, nicht so schönes Wetter. Schnee ist alles wieder weg.
der da bis vor ein paar Tagen noch gelegen hat. In San Andreas schneit's ja nie, ne? Weiß gar nicht, wie das so ist von der Region. Da ja eigentlich denke ich schon, dass da schneien könnte, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es auch eine Modifikation für eine Snow Andreas. Die ist eigentlich auch ganz nice. Da ist die ganze Welt dann mit Schnee bedeckt und wenn es regnet, dann schneit stattdessen. Weiß gar nicht, wie das mit der Wüste gemacht ist, ob da dann auch Schnee liegt. Weiß ich nicht, ob es in der Wüste schneit. In Nevada oder Nevada dürfte das Vorbild sein für die Gegend um Las Vegas, denke ich schon. Und Kalifornien ist ja der Rest von San Andreas nachgebildet. So, Kalifornien, ja, denke, Los Angeles und San Francisco müssten beide in Kalifornien liegen, denke ich schon, oder? Wenn nicht, tut es mir leid, dass ich das falsch gesagt habe, aber ich muss mich ja nicht überall 100% auskennen. Das geht ja nicht. Auf jeden Fall war ich noch nie da. Würde eigentlich schon gerne mal dahin. Denke, das dürfte schon echt cool sein, da mal hinzufahren, so Las Vegas und so. Ah, ich glaube, ich habe doch jetzt zu früh gebremst. Ah, doch, jetzt sollte ich mal in die Eisen gehen. Ja, komm. Komm. Jetzt, komm. Stehen bleiben, stehen bleiben. Stehen bleiben. Zug. Ah, wunderbar. Und $300. Ich wusste es, das Doppelte kriegt man dafür. Und jetzt dürften aber auch wieder 15 Sekunden drauf. Bad Sven Paul fragt ausgeliefert, das 15 Sekunden steht hinten dran, konnte man kaum lesen. Frechheit. Übelste Frechheit war es. Und habe eben gerade eine Garage aufgehen hören. Ah, okay, es war wohl oben drüber die Tuning-Garage. Hey, das ist auch noch so eine Sache, die ich noch gar nicht so gemacht habe. Die Autos tunen. Müsste ich gleich auch mal machen. Gibt es ja auch noch eine Tuning-Werkstatt hier in San Fierro, wo man da diese anderen Autos da, was sind das alles, japanische Vorbilder, glaube ich, die tunen kann. Also, die wo halt auch in Wankas Showroom stehen, die wir da haben für das Autohaus klauen müssen. Und ja, dann gibt es halt noch die normale Tuning-Werkstatt, die wo wir gerade unten runter durchgefahren sind, wo dann alle anderen Autos tunbar sind mit so ein paar Sachen. Also nie groß, so wie in, wie heißt das, Loco Loco, wo man die Lowrider tunt oder auch Wheel Arch Angels, glaube ich, heißt das. Wo man die Japsen-Karren tunen kann. Müsste eigentlich mal hinfahren, beide Tuning-Werkstätten, damit das auch mal, zeigen, eigentlich, ja. Müsste mal so ein Auto schnappen aus Wankas und das tunen. Auf jeden Fall müsste ich das. Und jetzt, als nächstes kommt wieder der Bahnhof, in dem ich in der ersten Runde darüber hinausgeschossen bin. Da muss ich jetzt aufpassen. Also jetzt wird nicht über das Wetter geredet. Es hat sich auch kaum verändert von vorhin bis jetzt. Und ich war schon wieder bald 50 hier. 47 reicht. Ja, 46 gehen auch noch. Ja, jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. So. Dann nehmen wir uns mal kurz ein Stück zurück. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich gehört hat. Ich denke, das hört man öfter mal bei mir. Ein Schreibtischstuhl quietschen, wenn ich mich bewege. Aber ich denke mal, das gehört auch dazu so ein bisschen. Ein bisschen was Menschliches zeigt das doch. Auch menschliche Bedürfnisse, muss mich bewegen und habe halt einen guten Stuhl. Und ja, ist halt so, sage ich jetzt mal. Und jetzt gehe ich mal voll in die Eisen, dann müssen wir noch unter 300, aber habe noch über 330 drauf. Ja, doch, das klappt wunderbar. So, jetzt lassen wir mal noch ein bisschen und jetzt aber voll in die Eisen. Nein, doch nicht. Lassen wir noch ein bisschen rollen und jetzt aber. Komm. Komm. Oh, jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal von der Bremse gehen hier. Jetzt hat.
Und komm, bleib stehen. Oh, ich hab noch Geschwindigkeit drauf. Oh, wunderhübsch. Wieder 300 Dollar. Ach, schön, wie es gerade das Geld auf mein Konto geflossen ist. Yeah. Und warum zum Teufel kommt jetzt das immer gleichzeitig, so dass es nicht ordentlich zu lesen ist? Gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall Konzentration, dass ich jetzt hier die letzten beiden Bahnhöfe nicht irgendwie versaue oder so. Ich glaube, beim nächsten lasse ich ihn doch noch mal ein wenig weiter rollen. Also bis vielleicht mal auf 300, unter 400 runter und bremst dann erst volle Pulle. Könnte man ja mal probieren. Ich denke, von der Zeit her dürfte ich mir es durchaus leisten. Warum ist es da so lila gewesen eben? Ach, das ist der Himmel, der so komische Farbe gerade hat. Was auch immer das für eine, was das auch immer das darstellen soll. Keine Ahnung. Und hier die Location. Es kommt jetzt, fliegt es hier zum zweiten Mal schon vorbei. Da ist irgend so ein Hotel. Ah, das ist dieses mit der Gitarre vorne dran, glaube ich. Hat das die Gitarre vorne dran? Ich glaube schon. V-Rock. Was heißt das? V-Rock? Hotel. Könnte sein. Könnte echt sein, dass das ist das V-Rock Hotel. Yay. Da kommen wir am großen, keine Ahnung, Rangierbahnhof oder was vorbei. Und ich gehe doch mal jetzt in die Auszeit. Mal gucken. Ja, das dürfte doch wunderbar hinhauen, denke ich mal. 200, 100. Und ich gehe sogar noch mal von der Bremse runter. Und? Ja, lassen wir ihn ausrollen. So. So, den Rest wegbremsen. Und ein Bahnhof fehlt noch. Und dann sind wir wieder in Los Santos und können uns des Lebens freuen, weil wir sind den 100% dann wieder ein Stückchen näher. Wobei ich denke mal, die nächste Nebenmission, die ich machen werde, wird eine Zusatzmission sein. Also Zusatzaktivität. Ich denke mal, ich werde mich dann, also nicht, also im übernächsten Part dann, nächsten Part mache ich dann wieder eine Story-Mission. Und im übernächsten Part dann mit Monster Stunts beschäftigen. Wobei ich mal überlege gerade, also wenn die Story-Mission vom nächsten Mal ja nicht so lange dauert, könnte das sein, mache ich da auch eine Zusatzmission hinten dran. Was dann aber kommt, werde ich jetzt noch nicht verraten. Einer oder andere kann sich vielleicht schon denken, was ich meine. Was ich dann machen werde. Aber alle anderen müssen sich überraschen lassen. Und auf jeden Fall, wenn ich jetzt es hier schaffen sollte, den Zug noch entgleisen zu lassen oder sonst was, keine Ahnung, habe ich eigentlich in der Aufnahme schon mal einen Zug entgleisen lassen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es jetzt nicht vor zu machen. Auf jeden Fall nicht in der während der Mission. Und auch nicht mehr danach, weil ich habe doch schon ordentlich Zeit drauf und will den Part jetzt nicht allzu lange machen. Ich habe jetzt schon einmal einen Part gemacht, wo ich dann hinten nach noch Blödsinn gemacht habe. Der ist dann doch arg lange geworden. Muss ja nicht so häufig sein. Denke mal, ich werde wohl auch noch mal gucken, ob ich mal noch einen richtigen Spaßpart mache. Ja, vielleicht hinten ganz am Schluss, also nach Absolvieren der letzten Mission. Ach, da ist wieder mein Auto, das die Schranken nicht gesehen hat oder so. Ich denke mal, der Statistikpart, da wird noch Statistikpart dann kommen. Denke mal, den werde ich dann nicht in die letzte Mission dran packen können, wie in Vice City. Sondern werde den ordentlich in einen extra Part packen. Und dann könnte man doch eigentlich verbinden mit noch einem Spaßpart. Da machen wir auch keine Ahnung was. Mal dieses noch und jenes noch. Schauen wir mal. Jetzt aber erstmal bremsen, 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 bremsen. Komm, brems, brems, brems. Und? Mission erfüllt. 50.000 Dollar. Yeah. So, und was?
kam da jetzt noch? Hat noch was geploppt? Die Frachtmission wurde erfüllt. Du kannst sie wiederholen, um dir noch mehr Geld dazu verdienen. Zu verdienen, ja, gut. Brauchen wir nicht. Steige mal aus. Oder wollen wir den Zug noch schnell entgleisen lassen? Gerade bei sind. Scheiß drauf, sind schon 25 Minuten. Aber nö, ich lasse den Zug noch entgleisen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen entgleisen haben lasse in der Let's Play. Aber ich weiß nicht. Doch, ich mache es jetzt einfach nochmal, falls ich es schon mal gemacht habe. Wer das jetzt nicht sehen will, der kann halt wegschalten. Das brauche ich dann nachher mal zu machen. Irgendwann mal noch, wenn ich gleich irgendwie nochmal rumballere oder sonst was mache. Ja, oder keine Ahnung, vielleicht mache ich auch Flugzeugkunststückchen dann noch. Ich weiß es nicht. Müsst ihr euch alle mal überraschen lassen. Ich habe ja dann auch noch, kann ja auch noch Special Parts machen. Habt ihr da von einigen Missionen Special Parts gemacht? Und dann mache ich vielleicht noch von diesem und jenem was. Mal schauen. So, jetzt hier erstmal an der Market Station vorbeirauschen. Und, jetzt fällt mir auch ein, wie die der Bahnhof in San Fierro heißt. Das war die Cranberry Station. Aber wie die beiden Bahnhöfe in Dings heißen, in Las Venturas, kein Plan. Überhaupt kein. Und der Zug fängt schon an zu ruckeln. Das heißt, wir haben die 47 Grad erreicht und überschritten. Und, ja, da ist es gerade passiert. Komm, wir verlassen mal noch schnell den Zug. Die Lok verabschiedet sich. Die Hänger haben sich auch schon verabschiedet. Und ich verabschiede mich jetzt auch. Im nächsten Part sehen wir uns wieder bei der Story. Also, macht's gut und ciao.